Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM. Hallo zusammen, es ist Montag, der 8. Juli. Wir starten mit 3 neuen Streaming-Tipps in die Woche. In unserem ersten Tipp tauchen wir in eine politische Ära ein und schauen auf die erste Kanzlerin Deutschlands. Angela Merkel ist die erste Frau der deutschen Geschichte, die Kanzlerin geworden ist. Außerdem ist sie die erste ostdeutsche Person im Kanzleramt und mit damals 51 Jahren auch die jüngste Person in der Bundesrepublik Deutschland, die Kanzler bzw. Kanzlerin geworden ist. Viele haben sie als moderate und pragmatische Kanzlerin im Kopf, die stets versuchte, nicht zu polarisieren. Aber wie hat sie sich geschlagen in 16 Jahren als Kanzlerin? Die Dokumentation Angela Merkel – Schicksalsjahre einer Kanzlerin wirft einen Blick auf die Amtszeit von Angela Merkel. Sie blickt auf Erfolge, aber auch auf das, was nicht so gut gelaufen ist. Nein, sie hat nicht durch die Krise gesteuert, sie hat die Krise verzögert. Durch die Krise steuern heißt, man kommt am anderen Ende der Krise wieder raus. Fühlen Sie sich, als ob wir am anderen Ende einer Krise rausgekommen wären? Wo steht Deutschland nach Angela Merkel? Und was heißt eigentlich Merkeln? Merkel, das ist die Vorgängerversion von Scholzen. Das steht doch für sich, oder? Sie kennen mich, wir kennen Sie. Kennen wir Sie? Wir müssen reden. Über das, was bleibt. Wer ist Angela Merkel? Zu Wort kommen in der Doku Journalistinnen und Journalisten wie Samira El-Ouassil, Marina Weißband und Thilo Jung. Aber auch Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter wie Annegret Kramp-Karrenbauer und Thomas de Maizière. Ihr könnt Angela Merkel, Schicksalsjahre einer Kanzlerin, jetzt in der ARD-Mediathek sehen. In unserem nächsten Tipp geht es auch um eine reale Person, auch wenn die vielleicht nicht ganz so viele von euch kennen werden wie Angela Merkel. In dem Film Dear David geht es um den Comiczeichner Adam Ellis. Er wurde 2017 durch einen viralen Twitter-Thread bekannt. Darin schreibt er über bösartige Vorkommnisse. Er glaubt nämlich, dass er vom Geist eines toten Kindes namens David heimgesucht wird. Dear David. Er war erst 10, als seine Mutter verrückt wurde. Linda, hier ist Dr. Landers. Er ist nicht mein Sohn! Er ist ihr Sohn und ihretwegen liegt er im Koma. Mein Gott. Dr. Landers? Was? Was zum Teufel? Adam arbeitet bei dem Medienunternehmen BuzzFeed und wird von seinem Chef ermutigt, den Twitter-Thread fortzusetzen. Dabei verliert Adam den Überblick über das, was online ist und was real. Wie das ausgeht, könnt ihr jetzt bei Wow sehen. Dort findet ihr Dear David. In dem Film Ein ganzes Leben blickt Andreas Egger auf sein Leben zurück, in dem er viel erlebt hat. Er wächst als Waisenjunge auf einem Hof in den österreichischen Alpen auf. Der Bauer auf dem Hof hält ihn für unfähig und bestraft ihn mit Prügel. Als er älter wird, verliebt sich Andreas in Marie. Mit ihr will er sich ein eigenes Leben aufbauen. Doch die Nazis nehmen das Land ein und Andreas wird zum Krieg eingezogen. Andreas Egger, ich erkläre Sie hiermit für kriegstauglich. Vieles ist mir, kaum dass ich es hatte, aus den Händen gerissen worden. Wo soll's hingehen? Bis zur Endstation. Weiter geht's ja nicht. Andreas landet in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. So hat er sich sein Leben eigentlich nicht vorgestellt. Doch er gibt die Hoffnung nicht auf. Er hat sich in den Kopf gesetzt, Marie noch einmal wiederzusehen. Und er kann und will nicht sterben, bevor er das nicht geschafft hat. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robert Seethaler. Die Verfilmung von Ein ganzes Leben könnt ihr ab heute bei Prime Video schauen. Das waren unsere Streaming-Tipps zum Wochenstart. Wenn ihr uns gerade über Spotify oder Apple Podcasts hört, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und vergesst nicht, uns zu folgen. Dann landet die Folge morgen nämlich direkt in eurem Feed. Die Tipps für heute hat Jonas Nikolik rausgesucht, Audioproduktion Noah Schulz. Ich bin Imke Zimmermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Was läuft heute?
Online- und Videostreams, TV-Programmen und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.